Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Cyril Graf, Sanitärinstallateur und Geschäftsführer der C. Graf Sanitär GmbH in der Schweiz. Und in diesem Video nehme ich dich mal mit und zeige dir, welchen Service du von uns bekommst, wenn wir eine Brauchwasserwärmepumpe entkalken. Heute haben wir ein Modell von Striebel Eltron. Und ich zeige dir Schritt für Schritt, wie wir vorgehen und welche Schritte wir für dich ausführen. Bevor wir jetzt aber mit dem Video starten, bitte ich dich ganz kurz, dieses Video zu liken. Und falls du dich für das Thema Sanitär- und Brauchwassererwärmung interessierst, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Der Kunde hat bereits eine Luftwasserwärmepumpe vom Stiebel Eltron in seiner Heizungsanlage installiert. Als Ergänzung zur effizienten Brauchwassererwärmung hat er sich vor 2 Jahren einen Wärmepumpenboiler installieren lassen. Weil er bereits sehr zufrieden mit Stiebel Eltron ist, hat er sich bei der Brauchwasserwärmepumpe auch für diesen Hersteller entschieden. Nach 2 Jahren ist jeweils der erste Service bei einem neuen Boiler angesagt. Danach wird das weitere Serviceintervall festgelegt. Es handelt sich bei diesem Modell um den WWK 300 Liter mit einem COP-Wert von 3,51 und direktem Umluftbetrieb. Bei der Kaltwasserzuleitung befindet sich das Kessel- und Leerventil. Zuerst trenne ich den Boiler aber noch vom Strom, nachdem er ausgeschaltet wurde. Dann wird die Wasserzufuhr bei der Verteilbatterie unterbrochen. Eine Warmwasserentnahmestelle wird geöffnet, damit Luft im System nachziehen kann und beim Entleeren kein Unterdruck entsteht. Ein geeigneter Heizungsfüllschlauch wird jetzt am Entleerventil montiert und direkt in den Bodenablauf geführt. Wenn kein Bodenablauf vorhanden wäre, müsste man das Wasser mit einer Pumpe in einen höher gelegenen Ablauf oder einen Waschtrog führen. Das Entleeren eines 300 Liter Speichers kann eine ganze Weile dauern. Es gibt aber einen Trick, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Und zwar benutzen wir hier einen kleinen Druckluftkompressor und blasen den Speicher einfach damit aus. Ich verwende einen sehr leichten und kompakten Druckluftkompressor von Padfield. Am Schlauchende habe ich ein Kugelventil mit einem Gummikegel montiert. Mit diesem Kegel schließe ich luftdicht ab, wenn ich diesen mit etwas Druck an eine Wasserentnahmestelle halte. Das Entleeren eines 300 Liter Speichers kann trotzdem eine Weile dauern und man muss darauf achten, dass man nicht einen zu großen Überdruck im System erzeugt mit dem Druckluftkompressor. Jetzt wird's spannend und ernst und der Service kann starten. Hier siehst du die Flanschabdeckung. Bei dieser löse ich die 4 Schrauben, um an den Serviceflansch zu kommen. Der ist fest verschraubt, aber mit einem Ratschenschlüssel und einer 17er Nuss kann ich alle Schrauben anlösen, um ans Innere des Speichers zu kommen. Damit kein Wasser oder Dreck in die Isolation gelangt, lege ich ein sauberes Tuch unter den Flansch. Hier siehst du die Ablagerung auf dem Flanschdeckel. Die Dichtung wird bei jedem Service ersetzt. Jetzt werfen wir mal einen Blick ins Innere. Du siehst schon, dass es bereits einige Kalkablagerungen gegeben hat. Von oben ragt der Zusatzheizstab in den Kessel. Da es im Inneren noch ziemlich dampft, sieht man den Boden nicht so gut. Es hat sich aber einiges an Kalk angesammelt und das bereits schon nach nur 2 Jahren. Dieser ganze Kalk, der sich am Boden des Speichers befindet, muss jetzt entfernt werden. Dieser reduziert nämlich das Gesamtvolumen des Speichers und bietet auch einen Nährboden für Bakterien und Mikroorganismen. Mit dem Wassersauger bewaffnet sauge ich den ganzen Kalk und andere Ablagerungen aus dem Speicher. Nach dem ersten Durchgang befindet sich immer noch Kalk an den Wänden und am Boden. Darum schnappe ich mir einen Heizungsschlauch und spüle die ganzen Wände noch ab und löse den Kalk am Boden so auch noch etwas an. Die Flanschöffnung ist bei diesem Modell halt nicht super ideal gelegen, da sie sich etwa in Mitte der Speicherhöhe befindet. Besser wäre es näher am Boden. Stiebel Eltron wird aber bestimmt Gründe für diese Bauweise haben. Nach dem zweiten Durchgang war dann alles sauber und ich kann mich jetzt an die Reinigung des Wärmepumpenaggregats machen. Auf dem Deckel befindet sich die Schraube, um das LED-Display anzulösen. Wenn die Schraube entfernt ist, kann man das Display einfach nach oben hinwegziehen. Dahinter befinden sich 2 Schrauben der Wärmepumpenabdeckung. Diese löse ich auch mit einem Torx-Schraubenzieher an. Dann muss ich noch den Anschluss des Kondensatablaufs entfernen und schon kann das Blech entfernt werden. Beim Entfernen muss ich noch das Kabel durch die Abdeckung schieben, damit sie auch genug weit wegkommt. Nach dem Entfernen der Abdeckung sind wir am Herzstück einer Brauchwasserwärmepumpe angelangt, dem Wärmepumpenaggregat.
Dieses Aggregat produziert mit einem sehr niedrigen Energieverbrauch die Wärme, um das Wasser im Speicher zu erhitzen. Diese Ablagerung in der Tropfschale bildet sich mit der Zeit und kann den Abfluss des Kondensats behindern. Das könnte im schlimmsten Fall zu einem kompletten Rückstau führen. Aus diesem Grund muss diese Tropfschale auch perfekt sauber gereinigt werden. Mit dem Wassersauger und einem sauberen Tuch wird der ganze Schmutz und das Restwasser entfernt. Hierbei lasse ich mir genügend Zeit, um wirklich alle Rückstände zu erwischen. Ganz zum Schluss wird das Ganze dann nochmal durchgespült. Ein weiterer Teil, der unbedingt sauber gereinigt werden muss, ist der ganze Bereich um den Wärmetauscher und den Ventilator. Da bildet sich nämlich mit der Zeit eine richtige Stauboase. Den groben Schmutz entferne ich zuerst mit einem sauberen Tuch und danach schnappe ich mir den Druckluftkompressor und blase den ganzen Wärmetauscher und den ganzen Bereich drumherum einmal komplett aus. Den Staub zwischen diesen Lamellen würde man nämlich mit einem Tuch nicht erwischen. Auch hier lasse ich mir wieder ordentlich Zeit, um wirklich alle Verschmutzung zu entfernen, damit der Wärmetauscher danach wieder mit voller Effizienz ungehindert arbeiten kann. Zu guter Letzt wird die Tropfschale noch mit Wasser durchgespült und das ganze Restwasser abgesaugt. So kann ich sicherstellen, dass wirklich der ganze Staub und Schmutz entfernt wurde. Mit dem Tuch noch einmal alles nachreinigen und trocknen und schon ist der Service am Wärmepumpenaggregat beendet. Hier oben befindet sich übrigens der Zusatzheizstab mit der Fremdstromanode. Die ist noch nicht defekt nach 2 Jahren und darum muss diese auch noch nicht ausgetauscht werden. Eine Fremdstromanode wird nämlich nicht wie eine Magnesiumanode verbraucht. Durch eine spezielle gepolte Spannung verhindert diese Anode Korrosion im Speicher. Die Flanschabdeckung wird jetzt auch mit Wasser gereinigt und dann darf der Mantel auch schon wieder um das Wärmepumpenaggregat. Nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe, zeige ich dir nachher noch das LED-Display und die Einstellung, die ich vornehme. Bleib also unbedingt noch dran. Bevor das Display wieder montiert wird, muss ich die Erdung des Deckels und des Mantels wieder montieren. Dann kommt das Display drauf und zum Schluss reinige ich auch noch den Deckel mit einem sauberen Tuch vom Staub. Der Kondensatanschluss kann wieder verbunden werden und der Flansch mit einer neuen Gummidichtung wird wieder montiert. Wichtig ist es, die Schrauben über Kreuz anzuziehen und nicht wie ein Ochse Kraft anzuwenden. Durch die thermische Veränderung im Speicher kann sich das Metall nämlich später noch ausdehnen und zusammenziehen. Und das könnte zu Problemen führen, wenn man wie ein Affe angezogen hat. Jetzt wird der Speicher wieder mit Wasser befüllt und entlüftet. Und zu guter Letzt überprüfe ich auch noch das Boiler-Sicherheitsventil. Wenn dieses nämlich nicht mehr funktioniert, müsste es ausgetauscht werden. Die Brauchwasser-Wärmepumpe wird wieder in Betrieb genommen und zusätzlich schalte ich mit dem roten Knopf noch den Zusatzheizstab ein, damit das Wasser wieder schneller aufgeheizt wird. Der Kunde möchte ja schließlich wieder warmes Wasser haben. Mit der Pfeiltaste stelle ich die Temperatur ein. Diese war hier nämlich zu hoch eingestellt, meiner Meinung nach. Eine Temperatur von 55 bis 60 Grad Celsius ist in den meisten Fällen ideal. Ein Druck auf die Pfeiltaste zeigt die aktuelle Ist-Temperatur des Wassers an. Der Ventilator ist bereits am Luftansaugen. Die Geräuschentwicklung mit 56 Dezibel ist hier wirklich gering und das monotone Surren im Keller hört man nicht im Haus. So, der Service wurde jetzt ausgeführt. Die Wärmepumpe ist bereits wieder in Betrieb, der Speicher ist gefüllt und das Wasser wird jetzt zusammen mit dem Zusatzheizstab aufgeheizt. Da das Gerät noch relativ neu ist, musste die Fremdstromanode nicht ausgetauscht werden. Diese ist noch vollkommen intakt. Die Flanschdichtung wurde aber ersetzt. Das machen wir bei jedem Service. Falls du einen Service für deine Brauchwasser-Wärmepumpe oder deinen Boiler benötigst, findest du unter dieser Videobeschreibung einen Link. Gerne kommen wir auch bei dir vorbei und führen den Unterhalt deiner Anlage durch. Bitte vergiss nicht, das Video kurz zu liken und den Kanal zu abonnieren, falls du dich für das Thema Sanitär- und Brauchwassererwärmung interessierst. Wie zufrieden bist du aktuell mit deiner Brauchwasser-Wärmepumpe? Schreib es mir doch gerne mal unten in die Kommentare.